Das ist Mohammad Hassan. Er war 27 Jahre alt, hatte eine Frau und drei Kinder. Er stieg auf den K2. Für viele ist er der gefährlichste Berg der Welt. Er stieg dort hoch, um Fixseile zu verlegen, damit Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf den zweithöchsten Gipfel der Erde sicher und lebendig auf- und absteigen können. Will man sich diesen bergsteigerischen Lebenstraum erfüllen, zahlt man dafür im Durchschnitt an die 45.000 Euro. Mohammad Hassan zahlte für seine Dienstleistung, die er für andere erbrachte, mit seinem Leben und er hinterlässt nun seine Frau und drei Kinder. Kanntest du die Story schon und was hältst du von ihr? Lass es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Video gehen wir jedenfalls folgenden Fragen nach. Wo und warum ist dieses Unglück geschehen? Ob die Rekordbergsteigerin Christine Harila zu Recht für ihr Nichthandeln beschuldigt wird, wie der Faktor Geld zu diesem Unglück beigetragen hat und warum derartige menschliche Katastrophen schon lange zur alpinen Realität gehören und kein Einzelfall mehr sind. Der K2 jedenfalls ist mit 8611 Meter der zweithöchste Berg der Welt und mit einer Sterblichkeitsrate von beinahe 27% zählt er auch zu den gefährlichsten Bergen der Welt. Er liegt auf der Grenze zwischen Pakistan und China im Nordwesten des Karakorums. Die meistbegangene Route ist der Weg der Erstbesteiger über den Südostgrat, auch als Abruzzi-Sporn bezeichnet. Dieser Weg führt anschließend auf die Schulter auf rund 7900 Meter, von wo der Gipfel schlussendlich in Angriff genommen wird. Von der Schulter muss man unter riesigen Seracs queren, die jederzeit abbrechen und Bergsteiger in den Tod mitreißen oder erschlagen können. Vom sogenannten Flaschenhals geht es dann auf den Gipfel. Seit der Erstbesteigung im Jahr 1954 gab es bis August 2010 insgesamt 302 erfolgreiche Gipfelbesteigungen. Für einen Gipfelangriff benötigt man ein sogenanntes Permit. Für das Jahr 2023 wurden insgesamt 400 Permits ausgestellt und allein heuer standen an die 200 Menschen am Gipfel des K2. In Zahlen bedeutet das, was früher in 56 Jahren möglich war, nämlich 300 Besteigungen, ist aktuell zu zwei Drittel, also 66%, in nur einem Jahr möglich. Und diese vielen Besteigungen waren im heurigen Jahr möglich, obwohl das Wetter die ganze Saison über relativ schlecht gewesen ist. Es gab nur wenige Tage, an denen überhaupt ein Angriff auf den Gipfel möglich war. Am 27. Juli war ein Tag, an dem es einigermaßen ging, und an diesem Tag waren rund 150 Menschen am Berg. Von diesen 150 Menschen haben wiederum rund 70 Menschen den Gipfelsturm vom letzten Höhenlager aus versucht. Die Verhältnisse waren, naja, sie waren schlecht statt sehr schlecht. Damit die 70 Menschen, die an dem Tag auf den K2 wollten, im Fall des Falles keine 3.000 bis 4.000 Meter, sondern maximal ein paar Meter ins Seil stürzen, wurden an den happigsten Stellen Fixseile verlegt, in die sich die gut zahlende Kundschaft einhängen kann. Die Fixseile werden von Rope-Fixern verlegt, welche meist recht erfahrene Leute sind. In den letzten Jahren werden für diese Arbeiten aber auch immer wieder weniger erfahrene Träger mitgenommen. Mohammad Hassan war einer dieser Träger. Er wurde zum ersten Mal in seinem Leben als Höhenträger am K2 eingesetzt. Wie schaut denn eigentlich so eine normale berufliche Laufbahn eines Höhenträgers aus? Man muss sich das so vorstellen, dass man zuallererst mal Sachen ins Basislager bringt oder dort als Kochgehilfe aushilft. Wenn man dort einmal eine gute Leistung erbracht hat, dann wird man erst in höhere Lager mitgenommen. In einem höheren Lager ist es wiederum finanziell lukrativer. Mohammad Hassan musste nicht als Kochgehilfe oder als Träger für ein Basislager beginnen, sondern er wurde gleich in eine Höhe von über 8000 Meter raufgeschickt, obwohl er keinerlei Erfahrung hatte. Und genau dort spielte sich ein Drama ab. Was genau passiert ist, darüber wird momentan gestritten bzw. spekuliert. Klar ist nur, dass Hassan stürzte und vermutlich eine beschädigte Sauerstoffflasche hatte. Das ist das, was in den Medien transportiert wurde. Laut Aussagen marschierten rund 70 Bergsteiger an Hassan vorbei, ohne ihn ernsthaft vom Berg retten zu wollen.
Die Menschen, die an Hassan vorbeigingen und sich zu dem Thema äußerten, sagen hauptsächlich, sie haben nicht geholfen, weil das niemand aus ihrem eigenen Team war und ihm ja vermutlich wer anderer helfen würde. Hinzu kam, dass die Bergsteiger, die vom Gipfel wieder retour kamen, teilweise in einem verheerenden Zustand waren, weil es ein extrem harter Tag mit anspruchsvollen Verhältnissen war. An diesem Tag war es extrem kalt, es gab extrem starken Wind, Schneefall und zwei größere sowie einige kleinere Lawinen. Wenn eine dieser Lawinen zu einem anderen Zeitpunkt gekommen wäre und an einem kritischeren Ort mehrere der über 70 Bergsteiger erwischt hätte, würde die Schlagzeile wohl anders lauten, als sie momentan lautet. Zu Beginn war die Schlagzeile nämlich der Skandal am K2 oder Todesskandal am K2. Wobei, wie ihr mitbekommen habt, liegt die durchschnittliche Sterblichkeitsrate am K2 bei knapp 27%. Das heißt, von Haus aus stirbt jeder dritte Mensch, der auf diesen Gipfel rauf will. Insofern stellt sich die Frage, was denn nun dieser Skandal am K2 ist. Diesem Skandal werden wir gleich nachgehen. Viele der Bergsteiger befanden sich nämlich in einem sogenannten Tunnel und sie waren damit beschäftigt, sich selber lebendig vom Berg zu bringen und somit selber zu retten. In den aktuellen Schlagzeilen und Berichten fiel und fällt immer wieder ein Name. Und dieser Name lautet Kristin Harila, die norwegische Extrembergsteigerin, die einen Geschwindigkeitsrekord auf alle 8000 aufgestellt hat und am selben Tag auch vor Ort war. Ihr wurde in diesem Zusammenhang vorgeworfen, Mohammad Hassan nicht geholfen zu haben. Indirekt wurde sie durch die namentliche Erwähnung in zahlreichen medialen Berichterstattungen zum Buhmann und damit zumindest mitschuldig am Tod von Hassan dargestellt. Medien brachten zuerst Zeugenaussagen von Bergsteigern, die vor Ort waren und sagten, was sich abgespielt hatte. Das wurde gegenübergestellt mit Aussagen von Zeugen, die nicht vor Ort waren, jedoch kritisierten, dass die 70 Bergsteiger am Berg Hassan nicht geholfen haben. Namentlich seien hier die Österreicherin Sabrina Filzmoser, der Tiroler Hotelier Willi Steindl und ein Servus-TV-Kameramann erwähnt, die die Dramatik sowohl laut Darstellung der Medien als auch deren eigener medialer Darstellung vor Ort mitbekommen haben und nun den Bergsport wachrütteln wollen. Geholfen hat von den dreien zwar keiner, sie werfen den 70 Bergsteigern am Berg allerdings vor, dass diese nicht geholfen haben sollen. Und eine der Nichthelfenden war eben Kristin Harila, wie in Medien berichtet wurde und wird. Genauso wurde am 8. August erstmals publiziert, dass nach einem Statement von Harila gefragt wurde, dieses jedoch noch ausständig sei. In der Zwischenzeit gibt es ein Statement von Harila und einige dieser Aussagen kann und werde ich auch untermauern. Was sagt also Harila, auf die in der anderen medialen Berichterstattung vollkommen vergessen wurde? Die Bergsteigerin berichtete, dass sie selbst und Mitglieder ihrer Expedition alles versucht hatten, dem Verunglückten nach dem Sturz unter schwierigsten Bedingungen zu helfen. Harila schildert, wie sie die Stunden auf dem K2 in Erinnerung hat. Bei ihrer Ankunft im Flaschenhals sah sie 6 Personen vor sich und ihrem Team, darunter Hassan. Gegen 2.15 Uhr sei dieser abgestürzt. Harila sah nicht genau, was passiert ist, ob der Schnee unter dem Hochträger eingebrochen war oder ob er ausgerutscht war. Sie habe ihn aber ca. 5 Meter abseits des Pfades hängen gesehen, kopfüber, wie sie und ihr Team nach dem ersten Schock realisierten. Sein Klettergeschirr sei runter zu den Knien gerutscht gewesen. Er habe keinen Downsuit getragen, sein Bauch sei dem Wind und der Kälte ausgesetzt gewesen. Harila hätte daraufhin gemeinsam mit ihrem Kameramann Gabriel Tasso und Sherpa Tenzin Lama sowie mit der Person vor ihnen versucht, Hassan zu helfen. Lama sei zu Hassan geklettert, habe ihm aber zunächst alleine nicht helfen können. In einem zweiten gemeinsamen Versuch haben sie den Hochträger wieder aufrichten können. Dieser habe keine Sauerstoffmaske getragen, schreibt Harila. Tasso habe ihm daraufhin von seinem Sauerstoff abgeraten. Als sie versuchten, Hassan näher zum Pfad zu bringen, sei weiter vorn eine Lawine abgegangen, an der Stelle, wo das Seilfix-Team gearbeitet habe. Wir haben die Nachricht bekommen, dass sie Probleme haben, schreibt Harila. Deshalb habe sich ihr Team aufgeteilt. Tasso sei bei Hassan und dessen ebenfalls zur Hilfe gekommenen Kollegen geblieben. Sie selbst und Lama seien zum Seilfix-Team gegangen, um zu schauen, wie wir ihnen helfen könnten.
Insgesamt hätten sie und ihr Team 1,5 Stunden versucht, Hassan nach oben zu hieven. Das Seilfix-Team habe letztlich keine Hilfe gebraucht. Harila habe daraufhin die Sherpas gefragt, ob diese umdrehen würden, was diese bejaht hätten. Und so, wie wir es verstanden haben, hieß das auch, dass Hassan mehr Hilfe erhalten sollte. Daraufhin habe sich die Norwegerin entschieden, weiter nach oben zu marschieren. Wenn sich zu viele Menschen in der Schlüsselstelle befinden, sei eine Rettung erschwert, so Harila. Ich glaubte, Hassan würde all die Hilfe bekommen, die er bekommen konnte, und dass er es runter schaffen würde. In diesem Moment hätten sie das Ausmaß der Dinge noch nicht erfasst. Im Flaschenhals hätten es Taso, Hassans Kollege, sowie ein weiterer Sherpa geschafft, Hassan auf ein kleines Schelf hochzuziehen. Taso habe eine weitere Stunde versucht, dem verunglückten Hochträger zu helfen, habe ihm warmes Wasser und neuerlich Sauerstoff gegeben. Harila spekuliert, dass vorbeigehende Alpinisten den Ernst der Lage nicht erkannt hätten. Taso habe schließlich den Ort verlassen müssen, weil er sich mehr künstlichen Sauerstoff holen musste. Als Harila und ihre Begleiter die Flaschenhalstraverse beim Abstieg passierten, sahen sie, dass Hassan verstorben war. Sie hatten allerdings nicht die Ressourcen, seinen Leichnam mitzunehmen. »Wir haben unser Bestes getan«, schrieb Harila. »Man müsse nun daraus lernen. Jeder, der einen Gipfel besteigt, brauche entsprechendes Training, Ausrüstung und Führung. Soweit Harila es mitbekommen habe, sei Hassan nicht entsprechend ausgerüstet gewesen. Dies sei nicht die Schuld des Trägers selbst gewesen, aber es zeige die Wichtigkeit, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen«, meint sie abschließend. Soweit die Aussage von Harila. »Es wird sich zwar nicht viel ändern, aber mir war es wichtig, auch dieses Statement in die Thematik einzubauen, bevor ich medial einen Schuldigen erkore, der danach Todesdrohungen wie beispielsweise Harila bekommt. Ein Beispiel, wie man es medial nicht macht und wie man genau derartige Todesdrohungen heraufbeschwört, wäre etwa das Schlussstatement vom Weltnachrichtensenderbericht, der zum Axel Springer Verlag gehört und von dem ich das Schlussstatement als Beweiszitat hier einblende. Während Mohammad Hassan auf dem K2 den Tod findet, wird der Weltrekord der Norwegerin Christina Harila, alle 8000er in so kurzer Zeit zu besteigen, später im Basislager gefeiert. Genau diese Todesdrohungen waren auch der Grund dafür, warum sie schlussendlich ein Statement abgegeben hat. Und ich glaube ihr, wenn sie schreibt, dass sie Todesdrohungen bekommen hat. Denn mein Video über ihren Rekord hat seit der ersten medialen Berichterstattung über das Unglück auf einmal extrem viele Hasskommentare erhalten, die ihr hier die ganze Zeit eh eingeblendet findet. Das ist der menschliche Abschaum, der entsteht, wenn Medien nicht verantwortungsvoll berichten. Die Kommentare, die hier eingeblendet wurden, verstehen sich selbstverständlich als Zitate und sollen untermauern, in welcher Gesellschaft wir leben. Das führt auch gleich zum nächsten Thema, wie sehr der Faktor Geld zum Unglück am K2 beigetragen hat. Ein Grund, der dafür spricht, warum viele Sherpas und Bergführer Mohammad Hassan nicht retteten, könnte nämlich der finanzielle Druck sein, der auf dem Berg eine riesengroße Rolle spielt. Immerhin werden hier ganze Familien durch Prämien ernährt, die man nur durch den Gipfelerfolg bekommt. Grundsätzlich wäre mit den Sicherheitsvorkehrungen, die es am Berg gibt, der Fall Mohammad Hassan zu verhindern gewesen. Immerhin gibt es in der Zwischenzeit eine unter Anführungszeichen perfekte Infrastruktur, was die Sicherheit anbelangt. Und das am K2. Zumindest verglichen mit Zeiten der Erstbesteiger oder zu Zeiten von Reinhold Messner. Dennoch wird es auf einem 8000er immer mehr Restrisiko geben, als beispielsweise auf einem Grashügel in Nordrhein-Westfalen. Die Lawinengefahr, die Steinschlaggefahr, die Ausrutschgefahr ist einfach um ein Vielfaches höher und die Konsequenzen um ein Vielfaches härter und stärker und vor allem endgültiger. Die Grenzen von Fixseilen sind auch sehr gut am Fall von Mohammad Hassan ersichtlich. Sie bewahren zwar vor einem Totalabsturz, wenn man eingehängt ist. Sie retten aber keine Menschenleben, wenn man nicht selber weiterkommt. Und das Problem selbst wird vermutlich nicht verschwinden. Denn immerhin sprechen wir an den 8000ern von einer riesigen Kapitalindustrie, die hier vor Ort zu finden ist und sicherlich nicht so schnell verschwinden wird. An den 14 höchsten Bergen der Welt wird Geld ausgegeben und noch mehr Geld verdient. Staaten verdienen sehr gut daran, Communities verdienen sehr gut daran und Expeditionsunternehmen verdienen sehr gut daran. Für viele Menschen vor Ort ist das die einzige Einnahmequelle
und es hängt auch viel Tourismus am 8000er Boom. Bergsteigern und möchte gern Bergsteigern mit einem ausreichend großen Portemonnaie wird um rund 45.000 Euro versprochen, den Gipfel des K2 erreichen zu können. Den Gipfel des gefährlichsten Berges der Welt. Die Anbieter bekommen eine Gipfelprämie von zum Teil völlig berg- bzw. alpinistisch unerfahrenen Bergsteigern. Die wiederum wollen einfach auf den Gipfel und können die Gefahr nicht einschätzen. Diejenigen, die die Gefahr einschätzen können, also die Führer, sind aber wiederum abhängig vom Geld. Das führt dazu, dass die Führer den zahlenden Kunden beinahe unabhängig von der Gefahr auf den Gipfel führen. Was folgt daraus? Natürlich mehr Menschen, die noch mehr riskieren. Stellt sich die Frage, für was? Im Endeffekt für alpinistischen Nonsens. Denn der Gipfel wurde schon lange erst bestiegen und es handelt sich hier doch nur um eine Sammlung für das eigene Bergsteiger-Ego. Die 400 Permits für das Bergsteiger-Ego am K2 im Jahr 2023 haben grob 18 Millionen Euro gebracht. Die weiteren Umsätze der Wirtschaftskette sind hier gar nicht einmal eingerechnet. Und 18 Millionen Euro ist doch ein riesengroßer Betrag. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Österreich gab es beispielsweise vor knapp einer Woche einen Beitrag, wonach das österreichische Finanzministerium im gesamten letzten Jahr 2022 einen Sozialbetrug in Höhe von 14 Millionen Euro in ganz Österreich hatte. Das heißt, 400 Permits im Karakorum machen mehr Umsatz aus als der gesamte Sozialbetrug in einem Jahr in einem 9 Millionen Einwohnerland. Ich möchte nun mit einem persönlichen Schlusswort aus eigener Erfahrung beantworten, warum derartige menschliche Katastrophen schon lange zur alpinen Realität gehören. Mich erschreckt dieses Schicksal gar nicht mehr. An und für sich bin ich immer davon ausgegangen, dass wir Bergsteiger eines gemeinsam haben, was uns verbindet. Mit uns Bergsteiger meine ich in erster Linie uns Alpenländer. Und das, was uns verbindet, das sind die Berge. So dachte ich es zumindest sehr lange. Diese Vermutung wurde oft bestätigt, jedoch in heiklen Situationen auch sehr oft enttäuscht. Und in Wirklichkeit reicht in einer Krisensituation am Berg eine einzige Situation, die über Leben und Tod entscheidet. Und meine persönlichen Erfahrungen sind, dass am Berg von den Westalpen bis in die Ostalpen ein extremer Egoismus an den Tag gelegt wird. Am Matterhorn wurde ich beispielsweise 2021 beinahe von einem Schweizer Bergführer, der im freien Fall an einem Fixseil bei mir vorbeigesegelt ist, vom Berg in die mehr als 1000 Meter hohe Wand verräumt. Auf der Dreierherrenspitze wiederum kommentierte 2017 ein Südtiroler Bergführer den 100 Meter Absturz eines Bergpartners von mir mit den Worten: "So macht man das aber nicht", anstatt sofort mit mir gemeinsam abzusteigen und zu helfen. Und 10 Tage vor der Geburt meines Sohnes stach ein besonders netter Mensch, der zumindest um die persönliche Situation von mir Bescheid wusste, die Reifen des Autos, mit denen ich meine hochschwangere Frau ins Krankenhaus fahren wollte, auf. Das sind nur einige wenige Anekdoten, wie egozentrisch und beschränkt das Weltbild einiger Bergsteigerinnen und Bergsteiger im Alpenraum ist. Wenn es hier schon so ist, warum soll es also in der großen, weiten Welt anders sein? Geld, Neid und Gier, das sind die Faktoren, die die Welt regieren. Was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. Wenn von euch wer die 3 Kinder von Mohammad Hassan und die an Diabetes leidende Frau von Mohammad Hassan unterstützen will, dann habe ich euch im gepinnten Kommentar einen GoFundMe-Spendenlink hinterlassen. Prost, Mahlzeit und bis zum nächsten Video, liebe Leute.